Was haben wir denn da? Wer bist du? Es wäre mir recht, wenn ihr meine Frau Tova in Ruhe lassen könntet. Sie trauert noch. Aha. Unsere kleine Tochter ist vor kurzem gestorben. Ich konnte meine Tage mit starkem Met stemmen, aber meine Tova findet einfach keinen Frieden. Oh, das ist Ich suche nach einem Amulett von Arkai, das meine Frau daran erinnern soll, dass unser Kind jetzt bei den Göttern ist. Aber ich finde keines. Ich danke euch. Und wir haben gerade eins verkauft. Ich krieg doch zu viel, ehrlich. Vergebt mir bitte meine trübe Stimmung. Seid auf der ich Hut. Versuche noch immer mit der dem Schlechter Tod könnte Tod, hinter jeder Ecke lauern. Der Schlechter. Wenn ihr Lust auf einen kleinen Bissen habt, hätte ich frisch gebackenes Brot und guten Käse. Das interessiert uns jetzt Käse herzlich wenig. Einen schönen Aufenthalt wünsche ich. Kapitän Einsamsturm geht mir aus dem Weg. Ich weiß es einfach. Der Nils. Was hat denn der Nils in den Taschen? Gucken wir doch mal. Wa? Wirklich reich sieht er ja nicht aus. Na gut. Nils, ich heiße stimme Nils. Auf. Okay. Ich bin der Koch oben im Haus Kerzenschein. Er hat nichts zu erzählen. Nach dem, was diesen anderen Frauen zugestoßen ist, fürchte ich um meine eigene Sicherheit. Na, gucken wir mal, was die Gute in der Tasche hat. So, nehmen wir schon mal Schlüssel mit. Hatte die da jetzt noch einen Dietrich? Nehmen wir auch mit. So. Oh, hallo. Wie kann Elder die Dunkelelfen hassen, wenn sie so wenig über sie weiß? Das habt ihr nicht von mir. Aber wenn ihr etwas Richtiges zu trinken haben wollt, dann geht in den Club im Grauen Bezirk. Ah, ja. Gut, die müssten wir aufschließen. Gehst du jetzt? Sehr schön. Dann könnte ich mich nämlich hier mal bedienen. So, die ist auch weg. Auch nochmal ein Quicksave. Die Frostsalze nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und dann knacken wir hier mal die Kassette. Upsi. Das ist aber schlimm, was wir hier machen. Oh, jetzt ist der Dietrich schon wieder kaputt. Oh mein Gott. Ein paar Dietriche haben wir ja. Ich wollte jetzt nochmal so ein paar Pünktchen im Taschendiebstahl. Nicht Taschendiebstahl. Ne? So. Oh, ja, das hat sich gelohnt. Das auf jeden Fall. Sonst gibt's hier nichts. Okay. Seid auf der Hut. Ja. Schlechter aber das könnte mit der Beleuchtung, jeder Ecke irgendwas. Lauern. Irgendwas die ist doch hier. Ist am Ende, seit ihre Schwester ums Leben kam. Schönen guten Tag. Oh, verzeiht. Was? War ich euch im Weg? Verkaufen? Manchmal macht ein schnelles Ross den Unterschied. Fast zu vermuten, dass der normalerweise unten. Wenn ihr nach dem stärksten Söldner von ganz Himmels wollen wir ja auch niemanden. Beendet. Ich bin von Beruf Schriftsteller. Nicht, dass die Leute in Himmelsrand viel lesen würden. Gibt aber eine Menge Bücher hier. Ich schreibe Dramen, mein Freund. Die Legenden und die Geschichte von Himmelsrand als spannende Anregung. Oh, der ja, arme Giraud Germann total. In der Bardenakademie wartet nun schon seit Wochen auf mein letztes Werk namens Olaf und der Drache. Auf den Straßen herrscht das Chaos. Ah, okay. Ja, zur Badenakademie wollen Seid wir sowieso ihr sicher? Irgendwann. Fragt nach einem Trinkgeld, wenn ihr Giraud seht. Wenn er das gelesen hat, ist er sicherlich in guter Stimmung. Na dann. Möget ihr euch in den Seiten eines guten Buches verlieren. Können wir hier mal... Jetzt stehen die gerade alle auf. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Unterdrückung ist bald schon Vergangenheit. So, wer sieht uns denn im Moment? Ich hoffe, ihr wollt keinen Diebstahl begehen. Nein, sowas würde ich nie wagen. Ring des leichten Schleichens. Puh. Wir holen uns wieder. Naja, einfach weil wir es können. Los naja, geht's! Können wir nicht, okay. Hätte ja klappen können. Denkt nicht mal im Aber wir Traum haben sowieso daran. Viel zu viel Klamotten. Ich kann gar nicht glauben, dass Isabella fort ist. Sie war so ein Könntet ihr mal. Die Welt braucht Heldengeschichten mehr als je zuvor. Wird was so, wenn gerade der
Wir hängen gerade ein wenig fest. Lass die Finger davon. Doch dies Land ist unser und soll ja, guter Mann. Ah, geht doch. Ich werde eine Möglichkeit finden. Ach, hat er sich weggebeamt? Ich habe jetzt aber auch keine Lust, hier mit jedem zu quatschen. Wir gehen mal wieder raus. Zenitha ist der Gott der Arbeit und des Handels. Einer seiner Schreine befindet sich im Tempel der Göttlichkeit in Einsamkeit. Der Göttlichen. Nicht der Göttlichkeit. Ja, komm, du musst jetzt hier nicht jeden einzelnen Stein laden. Ich wollte mal eben gucken, wo ging's denn hier nochmal zu der komischen Türe? Hier lang? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier sind wir jetzt im grauen Bezirk, wo die Dunkelelfen untergebracht sind, sage ich jetzt mal. Entspannung ist schön und gut. Sadris gebraucht waren, nee, wollen wir auch nicht. Wo war denn? Ich gehöre zur Besatzung der Nordwind. Wir ankern gerade. Wo war denn? Irgendwo gab es hier eine Tür, wo wir rein müssen, um die Quest. Da. Hier müssen wir nämlich einbrechen. Dann stimmt es also, was alle sagen? Aventus Aretino führt das schwarze Sakrament durch? Er versucht, die dunkle Bruderschaft zu rufen? Oh, Grimbar. Immer dieser Unsinn. Nein, natürlich nicht. Das sind nur Geschichten. Gut, dann frage ich ihn, ob er zum Spielen rauskommen will. Er wohnt gleich da hinten. Ich werde an seine Tür klopfen. Nein, Kind, wartet. Dieser Junge, dieses Haus, sie sind verflucht. Ja, die scheint ja sehr begeistert zu sein von dem Kleinen. So, zack. Hat die jetzt noch irgendwas gesagt? Ich bin so unglaublich müde. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Kriegen wir hin. Aber erstmal hier. Meister Aventus Aretino. Jarl Ulfric Sturmmantel sendet euch sein tiefstes Beileid zum Tod eurer Mutter Nalia. Unglücklicherweise kann euch der Jarl nicht unbeaufsichtigt in eurem Heim belassen, da ihr vaterlos und ohne andere bekannte Verwandte seid. Daher werdet ihr aufgefordert, euch innerhalb der nächsten Woche beim Waisenhaus Ehrenhalle in Riften zu melden, wo ihr bis zum Ende eurem 16. Lebensjahr verbleiben werdet. Die Aretino-Residenz in Windhelm wird natürlich in eurem Besitz bleiben. Das Gebäude wird abgesichert und in 6 Jahren für eure Rückkehr bereit sein. Ich bin mir über das Maß an Bildung, das euch eure verstorbene Mutter vermittelte, nicht im Klaren und weiß nicht, ob ihr diesen Brief zu lesen vermögt. Daher wird ein Vertreter der Stadtwache sich in einer Woche bei euch zu Hause melden und euch zum Waisenhaus begleiten. Hoffentlich wird seine Ankunft dann keine absolute Überraschung für euch sein. Mit größtem Respekt, Your Life, Vogt unseres Edenjahls Ulfric. Na gut, nehmen wir mal mit. Als Erinnerung. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Okay. Grelot, alte Krähe, ihr kriegt, was ihr verdient. Die dunkle Bruderschaft wird dafür sorgen. Gut, okay, der kleine Mann scheint hier... Bitte, wie lange denn noch? Ich bete und bete, Mutter der Nacht. Warum erhört ihr mich nicht? Ach, schade, den können wir nicht ausrauben. Hier. Da seid ihr ja endlich! Ich wusste, dass ihr kommen würdet! Was? Es hat geklappt! Ich wusste, dass ihr kommen würdet! Ich wusste es einfach! Ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Immer und immer wieder. Mit der Leiche und dem Ding. Und da seid ihr! Ein Meuchelmörder der dunklen Bruderschaft! Ja, schweigen. Ihr müsst nichts sagen. Gar nicht nötig. Ihr seid hier, also weiß ich, dass ihr meinen Auftrag annehmt. Meine Mutter, sie ist gestorben. Ich bin jetzt ganz allein. Sie haben mich in dieses schreckliche Waisenheim in Rifthorn geschickt. Ehrenhall. Die Heimleiterin ist eine böse, grausame Frau. Sie nennen sie Grelot, die Gütige. Aber sie ist nicht gütig. Sie ist grauenhaft, uns allen gegenüber. Okay. Also bin ich weggelaufen. Wieder nach Hause. Und ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Und jetzt seid ihr da und könnt Grelot die Gütige töten. Genau das habe ich vor. Glaube ich. Beeilt euch bitte. Ehrlich gesagt fühle ich mich hier ein wenig einsam.
So, bete, Kind, bete, lass die Mutter der Nacht deine Bitte hören, gottlose aller Rituale, Sakrament, das Abbild aus Knochen, Körperteilen, ein Herz, Fleisch, bla. Okay. So können wir theoretisch jetzt also auch machen. Das nehmen wir mal mit. Hier, das wurde ja für uns vorbereitet. Was haben wir denn dann noch? Hier, die nehmen wir noch mit. Hat er hier sonst noch irgendwas rumfliegen, wenn wir schon für ihn einen Mordauftrag annehmen? Weil er sieht jetzt nicht so aus, als wenn das so dicke hätte hier, der Junge. Er hat aber anscheinend richtig Schiss vor dieser Grelund. Gut, okay, wenn man mir einen Brief schicken würde, so hier, gehen wir nach Riften ins Waisenhaus, wäre ich wahrscheinlich jetzt auch nicht so begeistert von. Das war übrigens die Quest, wo ich meinte, dass sie uns nach Riften führt, wo wir dann auch die Steine schätzen lassen können und den ganzen anderen Kladderadatsch. Wo ging es denn hier nochmal lang? Ich verlaufe mich in dieser Stadt immer. Denn hier gibt es irgendwo noch einen Schmied, bei dem ich ganz gerne mal nachschauen würde, ob er eine Waffe mit Seelenverzauberung hat. Das wäre mir ganz recht. Dann ging es mir nicht schlecht. So, ja, hier ist zumindest die Schmiede. Naja, wir machen mal wieder das Übliche. Wir bleiben mal ein paar Stunden regungslos in der Gegend stehen. Mitten im Schneefall. Und morgen früh sehen wir einen orkischer Schneemann. So. Da ist er. Schönen guten Tag. Soll ich ein bisschen Metall für euch hämmern? Na, klingen. Ja, da du der Schmied bist, brauche ich jetzt nicht erfahren. Ziemlich alles, was ihr braucht. Verbrennung, sengende Hitze. Boah, der hat aber auch nichts. Was ist denn hier? Elfenarmschienen mit Schmiedekunst. Feuerresistenz. Noch mehr Feuerresistenz. Ja, alles total prickelnd. Gut. Der hat mal quasi nichts für uns. Dann natürlich bin ich das. Sehe ich vielleicht aus wie eine Tavernenmagd? Oh, so ein bisschen. Nehmt euch meine Worte nicht zu Herzen. Ich habe bloß wieder zu hart in der Schmiede gearbeitet. Will dieses Schwert gerade biegen. Mhm. Der Jarl will, dass es einer uralten Klinge gleicht. Großkönigin Freydis herrschte in der zweiten Ära über Windhelm. Die Freydis. Das Schwert war legendär. Das richtige Schwert wäre natürlich noch besser als eine Kopie. Aber niemand will das Wagnis eingehen, das Original aus seiner Ruhestätte zu bergen. Och, wenn ihr schon mal dabei dieses sind? Schwert fändet, wäre ich euch dankbar. Na, dann würde ich sagen, ne? Haben wir doch mal wieder eine Quest. Denkt daran. Wen haben wir hier? Hallöchen. Guten Morgen. Wer bist du? Ich ja, habe vor einer Weile meine Zwillingsschwester. Kapitän Einsamsturm. Habt ihr schon jemanden verloren, der euch nahesteht? Das weiße Fläschchen, da gibt es, glaube ich, auch noch eine Quest. Wir sammeln mal hier ein paar Aufgaben ein. Ich werde es schon überstehen. Und trinken einen Schluck. Meister, ihr seid viel zu alt für eine derartige Reise. Wir wissen nicht, was da drin ist. Ich werde. Ich kann. Einfach. Ja, ja, ja. Seht ihr, es geht euch nicht gut. Setzt euch, ich hole euch ein Stärkungsmittel. Wir haben ein bisschen was an. Wenn ich ein Mittel gäbe, das mir helfen könnte, hätte ich es wohl mittlerweile entdeckt. So, komm mal hier. Was ist denn Sache hier? Ich. Ach, bloß mein ganzes Lebenswerk. Ich habe endlich herausgefunden, wo sich das weiße Fläschchen befindet. Aber dieser dumme Wichtigtuer will es mich nicht holen lassen. Ja, dann hole ich das. Das würdet ihr tun? Es ist gut zu klar, wissen, vor allem dass so es noch sein Leben gibt, lang nach diesem Fläschchen heißt es mit Sicherheit was Besonderes. Es ist zusammen mit seinem Schöpfer Kuralmil.